Jetzt, ich hab's mir noch nicht angeschaut, Leute. Ich hab's irgendwie vor mir hergeschoben, aber ich schaue mir jetzt Justins McLaren tatsächlich mal an. Ja, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Ich hab's mir noch nicht reingezogen, Leute. Aber das ist jetzt auf jeden Fall noch drin. Justins Supercar McLaren. Das ist auf jeden Fall drin. Übrigens, ein sehr, sehr schöner Wagen, der hier steht. So ein arschgeiles Auto hier vorne. Das ist wirklich ein absoluter Traumwagen von mir. Boah, wie geil wäre es, wenn ich so einen Wagen fahren würde. Ich bin so ein Bastard. Ich verstehe, dass mich so viele Leute nicht mögen. Peace, Leute, und willkommen zu einem weiteren... Irgendwie sieht Justin aus wie so ein Entdecker in diesem Video, Alter. Er hat so Entdeckerbrille an und so eine Entdeckerhose und so eine Entdeckerkappe. So ein bisschen auf Dora the Explorer angelehnt. Vielleicht habe ich aber einfach keinen Modegeschmack. Das wird es wahrscheinlich sein, PPG. Video von mir heute, ein ganz, ganz besonderer Tag für mich. Ihr habt es wahrscheinlich auch schon erwartet. Es gibt endlich, ihr seht es halt auch schon im Titel, es gibt... McLaren. Das muss flowen. McLaren. Ein neues... Warte, nee, danke für deinen Sub. Und zwar bin ich hier in Hechingen. Wir haben 4 Stunden Autofahrt gerade hinter uns gelegt. Danke nochmal an das nette Kamerateam. Sind alle in der Videobeschreibung verlinkt, die mich hier... Boah, Justin ist so süß, er ist ein bisschen nervös so, ne? Er ist richtig nervös, aber auch aufgeregt. Und der nervös aufgeregte, freunde Boss. Den ich auch vor allem hier mitgenommen habe, damit ich direkt mit meinem Auto, was ihr hier schon seht, Ich sehe das Auto nicht, ich sehe ein Auto, was unter der Folie ist. Also klar, man sieht die Umrisse eines Autos, aber das Auto direkt sehe ich nicht, Justin. Ja, auch wieder zurückfahren kann, ich freue mich unfassbar. Ich habe es dann echt noch nie gesehen und es ist eine geisteskranke Farbe geworden und ich habe mir hier ein... unfassbar kranken Traum ermöglicht, der auch vor nicht allzu langer Zeit entstand. Wir haben vor allem in Streams ein bisschen drüber geredet. Ihr durftet die Farbe mit entscheiden in Streams. Ja, und, dope. Ich freue mich einfach unfassbar. Das stabile Bart bei Justin mittlerweile. So auf jeden Fall mehr als bei mir gerade. Das Ganze jetzt einmal in Real Life zu sehen. Und ja, ihr seht das zum ersten Mal genau wie ich. Deswegen, wir können eigentlich direkt loslegen. Ich bin hier in Hechingen bei Auto Seredin. Habe hier ein cooles Autohaus gefunden, die mir das ermöglicht haben, genau den McLaren zu finden, den ich haben. Auch wilde Karren da im Hintergrund. Die 2G-Klassen sehen auch richtig geil aus. Ich finde es ja so bicolor, also so zweifarbige Wagen, finde ich immer schwierig. Aber weiß-schwarz oder ist es sogar Chrom? Ich glaube, es ist weiß-schwarz, die G-Klasse. Hat auf jeden Fall auch was. Vor allem wirkt die dadurch sehr viel kompakter. Woran liegt das? Ist das hier die alte G-Klasse und das die neue? Oder bin ich einfach geistig behindert? Wollte auch genau mit der Ausstattung und die auch ja, die Folierung übernehmen konnten und so. Das ist alles schon sehr, sehr perfekt geworden. Deswegen ja, würde ich sagen, legen wir los. Ich bin der Luis von Auto Seredin Germany. Ich bin hier Verkäufer. Ja. Ich bin der Luis und ich bin auch dabei. Wir liefern heute das Auto dem Justin aus. Seinen McLaren 570S, 570 PS, 600 Newtonmeter Drehmoment, stark. 0 auf 100, 3,2 Sekunden. Ganz. Ich glaube, das sind fast die gleichen Werte, wie mein Mercedes auch hat. Krank. Höchstgeschwindigkeit. Am besten beeilst du dich, damit wir das schneller machen können. Spaß, lass dir Zeit. Also. Digga, Justin auf angespannt. Also von mir aus kann jetzt gerne jemand die Plane abziehen. Bin ich echt mal gespannt, Mann. Ich habe die Farbe natürlich schon gesehen. Babyblau ist es geworden. Die Farbe ist unfassbar krass geworden. Finde ich auch ein echt boldes Statement, muss ich ganz ehrlich sagen. Fucking bold. Sich zu trauen, so eine Karre zu fahren. Drake fährt ja auch babyblaue Karren und so. Und Shindy hat ja, glaube ich, auch einen babyblauen Bentley. Finde ich extrem stark, muss ich sagen. Es ist so ein blau-grau-babyblau. Blau-grau-babyblau, perfekt. Finde ich einen sehr, sehr schönen Wagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag bei McLaren immer das Design von den Spiegeln sehr. Das ist sehr, sehr sportlich und so. Auf der anderen Seite sind die dafür prädestiniert, einfach abgetreten zu werden. Und ich will damit niemanden anstiften, ihr Spiegel abzutreten. Ich sag nur, es ist sehr einladend. Geisteskranker Wahn. Ey, unfassbar. Es ist Flieder so, ne? Übertrieben heftig. Komm mal ruhig mal mit der Kamera hier. Ne, ist Babyblau, ist so Babyblau-mäßig, ja. Ey, ich hätte... Orange-Kontrast, ja, ich hätte die hier vielleicht noch in den Matt-Grau vielleicht noch getauscht oder so. Orange-Akzenten. Aber hat auch was, so knallige Sitzgurte habe ich ja auch. Ich habe auch neongelbe Sitzgurte, hat einfach was, ne? Dann hier die Bremssättel auch orange und dann aber dieses blasse blaue Flieder. Mhm. Flügeltüren halt auch wirklich geisteskrank, ne? Alter. Mit Gamingstuhl innen drin, Bro, das sind die Sitze, das sind Rennsitze. Bitte. Ganz krank. Also ich gehe mal auf die andere Seite. Digga, sieht das krank aus.
Also was ich an der Stelle einfach mal sagen muss, ist erstmal Glückwunsch an Justin. Ich gönne ihn das übertrieben natürlich. Und ich hoffe, er hat damit eine Menge Spaß und passt gut auf sich aus, weil so ein Wagen ist wirklich eine große, ja, das ist eine große Herausforderung, mit so einem Fahrzeug gut umgehen zu können, weil das hat halt eine Menge PS. Das ist wirklich was ganz anderes als normale Straßenfahrzeug. Das ist ein Supersportscar und da muss man natürlich gut auf sich und das Fahrzeug aufpassen. Was mich interessieren würde, Justin, falls du das hier irgendwie siehst oder ich schreibe dir später vielleicht sogar nochmal, wie ist das Infotainment-System von einem McLaren? Die sind ja sehr, sehr eng an Mercedes dran. Verbauen sogar, glaube ich, Benz-Motoren, wenn ich mich nicht irre, und Benz-Teile. Vielleicht kann mich da jemand aufklären. Jedenfalls würde mich einfach mal interessieren, wie das da gestaltet ist. Weil ich muss ehrlich sagen, ich saß in dem R8, ich saß in verschiedenen Lambos, ich saß in einem Ferrari, ich saß mal in einem Maybach, aber das ist auch wieder Mercedes und das jetzt no flex. Ich saß auch schon in einem Königseck, allerdings nicht mit eingeschaltetem Motor. Und mir ist immer aufgefallen, dass das Interieur immer sehr, sehr schön ist. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass das Programm, also was alles Infotainment-mäßige angeht, Haptik, Optik, Hochfahren des Navigationssystems und dieser ganze Kram tatsächlich extrem schlecht ist für das, was man eigentlich ausgibt. Also zum Beispiel in dem R8, klar, da hat man Audi drin, das ist wieder absolut hochwertig, aber ich muss ehrlich sagen, und ich glaube, da spreche ich für viele, Mercedes hat da dann doch einen sehr, sehr hohen Standard gesetzt. Klar, wenn man Apple CarPlay hat, ist das sowieso scheißegal. Aber ich merke halt immer, dass gerade bei so Supersportscars, so Lambo und sowas, das Infotainment-System einfach nicht so stabil ist, zumindest was die Software angeht, wie das von einem Fahrzeug von Mercedes, ne? Klar, die bauen das in Serie und haben das viel, viel öfter weiterentwickelt, haben viel größere Abteilung dafür. Ist mir nun mal so aufgefallen, dass auch Boxen und Sitzheizung, wenn man dann sowas hat, eventuell nicht ganz so dem Maßstab einer Luxuslimousine entsprechen. Aber, da sei natürlich auch wieder gesagt, das sind Supersportcars und darin soll man nicht Musik hören, sondern damit soll man Spaß haben und Gas geben, ne? Aber ist mir nun mal so aufgefallen. Würde mich einfach mal interessieren, wie das hier aussieht. Übertrieben heftig. Übertrieben heftig. Ich mache hier die Dings zu. Ey. Geil, wie so eine Flügeltür auch schließt. Das ist einfach nur geil, Mann. Leute, was das für ein anderes Feeling ist, schon mal diese Flügeltüren zu haben. Beziehungsweise Scherentüren, ich werde immer verbessert. Ja, ja. Es ist ein Scherentüren, das stimmt. Flügeltüren gehen ja so, Scherentüren gehen ja so, ja. Das ist übertrieben wild. Ey, ich kann es gar nicht fassen gerade, echt. Das ist überkrass. Halt, ist so zwei Sitze und so jetzt, ne? Also man kann jetzt nicht viele Freunde mitnehmen. Ja gut, das da macht man dann Abstellte, Justin. Das ist so. Jetzt hättest du den Urus holen müssen, ne? Der Platz hier ist also sehr, sehr begehrt. Das weiß ich jetzt schon. Freddy LP, ich lege heute Abend nicht auf. Wir bereiten das Set nur für Freitag vor. Freitag lege ich im Bootshaus nochmal auf. Aber nur per Livestream. Aber übertrieben krass. So Leute, ich habe jetzt hier die Schlüssel bekommen. Wir machen das Ganze jetzt mal an. Natürlich darf die Technikseite auch nicht fehlen. Also ein paar Details werden jetzt noch genannt. Ich bin natürlich selber auch, also ich weiß schon, Klappen aus, was alles drin ist. Aber alles, jetzt ne? Nicht so 100%. Deswegen ist für mich jetzt auch nochmal nice zu sehen. Okay, also zu den Sonderausstattungen, wenn wir mal von außen anfangen. Wir haben hier 10 Speichen, Schmiedefelgen. Wenn wir hinten schon sind, wir haben einen Sportauspuff. Mhm, logisch. In matt schwarz. Zum Innenraum, wir haben hier ein Performance-Interieur mit Alcantara und diesen orangenen Lederakzenten. Alcantara immer ein sehr, sehr geiles Material, finde ich. Gleich am Armaturenbrett, oben Alcantara, unten dieses orangene Leder und das gleiche auch im Lenkrad. Ich komme immer durcheinander. Das McLaren-Logo sieht für mich manchmal aus wie das von Smart und ich weiß nicht, oder Skoda und ich weiß nicht warum. Wir haben auf beiden Seiten 10 Lautsprecherbau aus dem Vikings Soundsystem. Was hat er gesagt? 10 Lautsprecherbau aus dem Vikings Sound. Bowers and Viking? Bowers and Vikings. Habe ich noch nie gehört. Ist Bowers and Vikings. Wahrscheinlich dann sowas wie Burmeister, Sonos, ach, Wilkins. Ja doch, Bowers and Wilkins. Ja, ja, doch. Kenne ich, ja. Sowas wie Burmeister und sowas wahrscheinlich, ne? Soundsystem. Aber hat er gesagt. Lautsprecherbau aus dem Vikings Soundsystem. Ja gut, ich hab's nicht richtig gehört.
Wir haben die Gurte auch in Orange. Alles farblich passend. So, jetzt machen wir das Ganze mal an. Schreiender, was ist das? Ist es V8 oder V12? Weiß es jemand? Müsste vom. Guck mal. Müsste vom. Da ist er, Digga. Das ist ein V8, glaube ich, ne? Digga! Ja, dachte ich mir schon, weil sonst V12 kriegst du auch da fast nicht unter. Da müsste der Kopf, da müsste das Fahrzeug deutlich größer sein, ne? Oh, Digga, der geiler Sound, wirklich. Verbläst. Ein Twin Turbo, alles klar. Digga, geisteskrank, Alter, what? Geisteskrank. Geisteskrank. Das ist echt heftig. Das ist ganz krass. Ich mach dir mal wieder aus, das hört man nicht mal. Digga, man hört mich einfach gar nicht. Man hört mich ehrlich gar nicht, weil der ist in die Luft. Das ist überkrass. Bin mal gespannt, wie der Sound während der Fahrt ist, ne? Also ich kenne ja schon den V8-Sound vom C63. Ja. Aber das hier ist nochmal so, vielen Dank so anderes Level, weil bekommen. Der irgendwie so viel höher ist, obwohl das ja auch V8 ist. Das ist überkrass. V12 ist bloß bei Maybach und Lamborghini ganz groß und bei Bugatti der V16. Ja gut, Digga, das. Wir haben dann jetzt hier noch den Boss hier bei uns. Der Big Boss. Der Big Boss soll auch ein paar Worte sagen, sehr gerne. Deine wilde Weste, Bruder. Ich bin auf jeden Fall froh, dass der Justin sich bei uns entschieden hat, das Auto zu kaufen, aber wir haben das beste Auto gehabt, also von dem her. Ja, also wirklich das Beste. Das Auto. Wildes Outfit, der Typ auf jeden Fall. Mit der Uhr kann ich nicht so sagen, was es ist. Könnte eine Richard Mille sein, glaube ich, ne? Wegen dem Band hier. Ist wirklich voll und es ist ein Neuwagen. Jetzt wird erstmal langsam gefahren, vielleicht 1000 Kilometer und ich denke, ja, Digga. Ist auf jeden Fall. Oder eine AP, ich weiß es nicht. Ist ja auch echt scheißegal, ich habe keine Ahnung von Uhren, Digga. Vielleicht traue ich mich auch erstmal noch gar nicht. Hublot ist doch scheißegal, was für eine Uhr das ist. JHF 160996, Dankeschön für den Resub. Überhaupt. Ich denke, da kommst du schnell rein. Ja, Leute. Ja, erstmal einfahren, Digga, ne? Gibt's jetzt ein paar coole Aufnahmen, ne? Wofür habe ich euch denn sonst mitgenommen? Genau. Sag doch Carpon, okay, Bro, sag doch Carpon. Let's go. Ich finde, der Wagen passt, ehrlich gesagt, zu Justin. Der passt sehr, sehr gut zu Justin. Hat er einen guten Pick gehabt, Mann. Schade, dass so viel gecolorgradet ist. Ein bisschen mehr Sättigung hätte ich schön gefunden. Da kann man die Farbe ein bisschen besser deuten. Revi, hast du bei Mercedes den GT63 oder das S-Modell? Ich habe den GT63S. Einfach nur böse, Junge. Natürlich in die schönste Stadt. Ja, Digga, das sind schöne Aufnahmen, Digga. Das sind sehr schöne Aufnahmen, Justin. Auch hier, ne, der Lufteinlass in der Seite, wunderschön. Also das ist wirklich Ingenieurskunst vom Feinsten. Wie das hier in der Tür bereits anfängt und dann die Verwirbelung hier aufnimmt, hier einführt. Das ist schon ein schöner Wagen. Auch wild, wie mir hier gerade auffällt, wie die Scheibenbremsen hier sitzen. Ist das normal? Weil normalerweise sind die doch immer alle in einem Abstand, oder? Nicht cool. Mal Topspeed hören, wer will. Na, stimmt schon. Digga. Geschafft, der junge Mann. Geschafft. Started from Minecraft, now we're here. Fährt er dank der Drogen, die da am Barbarossa-Platz, Friesenplatz, glaube ich. Der Barbarossa. Da wurde doch iCrimex Hops genommen mit seinem Auto damals.
Ach, Jona Plank war das. Ah, okay, okay. Nice, Digga. Stark, wollte gerade schon sagen. Sehr, sehr schön gemacht. Wirklich schönes Auto, Justin. Sei dir gegönnt. Hab ganz viel Spaß damit. Pass nur auf dich auf, Digga. And chill. Pass nur auf dich auf, bitte, dass dann nichts passiert, ja? Das